natürlich freue ich mich sehr über die deutsche Meisterschaft, vor allen Dingen deshalb, weil wir natürlich, als Peter Herrmann und ich anfingen am 7. Oktober, ja, natürlich überhaupt keinen Gedanken daran verschwindet haben, dass an die deutsche Meisterschaft, weil der FC Bayern stand 5 Punkte hinter Borussia Dortmund. Borussia Dortmund spielte einen exzellenten Fußball. Und unsere Aufgabe war es erstmal eben, ja, Trainingsplanung, Trainingssteuerung, Korrekturen und vieles mehr stand auf dem Plan. Und es sind ja bei uns auch 4, 5 Spieler, die noch keinen Titel gewonnen haben. Und da freut es mich besonders für so Niklas Süde, Sebastian Rudi, Coco Torisso, wer noch? Dieter? Hast du wieder nicht zugehört? James. Und den einen, ja, Ulreich auch mal richtig jetzt, ne? Und Sandro Wagner natürlich auch mal richtig im Mannschaftsgefüge mit drin. Und da freut es mich besonders für die anderen. Ja, das sind welche, die haben 6 deutsche Meisterschaften, 7, Franck Ribéry die 8. Aber ich denke, das sind Spieler, die sich auch nicht zurücklehnen, die sich sagen, ja, wir gewöhnen uns dran, sondern ich denke, dass die deutsche Meisterschaft für mich persönlich das schönste Erlebnis ist, was man als Spieler haben kann. Meine deutsche Meisterschaft als Spieler war für mich die wertvollste und habe viele, viele andere Titel geholt, aber das war am schönsten. Ich möchte einen Gruß nach Italien schicken zu Carlo Ancelotti, der aus meiner Sicht auch Anteil an der deutschen Meisterschaft hat. Er war mein Vorgänger, auch wenn es nur 7 Spieltage war. Er ist für mich ein Gentleman, ein absoluter europäischer Top-Trainer und hat meinen allergrößten Respekt, was er bisher in seiner Laufbahn erreicht hat, als Spieler sowie als Trainer. Und deswegen, glaube ich, ist es angebracht, auch Grüße nach Italien zu schicken.